Hallo Niki, danke, dass du die Zeit genommen hast, zum Würstelstand zu Ali, kommen. Was darf hallo. denn zum Essen sein? Ich hätte gerne, wenn wir schon beim Würstelstand sind, Käsekreiner. Käsekreiner, ja, Wer ist eigentlich dieser junge Mann da? Hey, der kennt mich nicht, der kennt mich nicht. Ich bin's, der eigentliche Star hier. Emil, bitte. Reiß dich zusammen, ist Wie heißt du? Emil! Egon! Nee, und jetzt keine Ahnung, lass uns gehen. Nein, wirklich nicht, die sind ja gerade gekommen und ich kriege einen Würstel. Ehrlich? Ja. Aha, Hallo ist der Netto. Emil, hallo. Netto? Ja. Der Netto? Der Netto. Cool, der ist total nett. Oh ja, hallo. Schau, Emil, Ha? magst du einen Würstel haben? Nee, nee, danke, danke. Ich bin noch Diät. Auf Diät? Auf Diät, auf der Sacher-Diät. Was ist die Sacher-Diät? Ich esse nur Sachertorte. Das ist deine Diät. Aha, Mahlzeit. Mahlzeit. Emil, Sachertorte ist da drüben gegenüber. Ehrlich? Oh, okay. Tschüss, ich geh. Tschüss, Netto. Tschüss, So Emil. nett. Also dann ab mit dir. Okay. Ja, Niki, du hast mit Medizin und Journalismus irgendwie begonnen, deine Laufbahn. Warum bist du dann erst später umgesattelt? Wie war das? Na, Medizin habe ich mir schlussendlich nicht leisten können. Oh. Hat mich sehr interessiert, aber ich hätte nebenbei arbeiten müssen. Mit dem Medizinstudium, das glaube ich, hätte ich nicht geschafft. Ja, die Zauberei hat während dem Medizinstudium als Hobby begonnen. Das hat sich entwickelt vom Kindergartenauftritt bei meiner kleinen Schwester, im Endeffekt zu Firmenveranstaltungen, zu Staatsmeistertiteln, zur Weltmeisterschaft. Irgendwann habe ich es dann hauptberuflich gemacht und so hat sich das entwickelt. Dann ist das Zaubern zur Fahrt geworden und 2005 hast du dann das kleine Mal selber das Bauchreden. Stimmt das weiter mal? Richtig, ich habe 10 Jahre später eigentlich erst mit dem Bauchreden begonnen. Nicht zur Fahrt, nicht, ganz im Gegenteil, aber ich habe auf einem englischen Zauberkongress einen Bauchredner gesehen und ich habe Bauchredner immer wahnsinnig lustig gefunden. Und da habe ich mir dann gedacht, boah, das ist so cool, ich finde das so lustig, ich würde das gerne selber können. Und habe gedacht, na, wie bei der Zauberei damals, ich probiere das einfach mal für mich aus. War nie geplant, dass ich das auf die Bühne bringe. Yeah. Und habe damals, also Emil, ich habe mittlerweile einige Charaktere, aber Emil war so meine erste Bauchrednerpuppe. Und habe den vorgeführt bei Freunden und dem gesagt, hey, das musst du in die Show einbauen. Ich habe gesagt, hey, ich bin ein Zauberer, ich bin kein Bauchredner. Na, mach das. Habe das dann ausprobiert und seit dem Moment kommen die Leute und sagen, hey, Hammer, du bewegst deine Lippen nicht, die haben sowas noch nie gesehen, das ist lustig, das musst du machen. Ist man mit 41 eigentlich nicht alt zum Puppenspielen? Psst, hast du gerade 41, hat er gerade 41 gesagt? Ja. Ja, ist man, theoretisch, also ich Gott sei Dank nicht, weil ich muss ja davon leben. Ich habe auch erst mit 20 angefangen, mit 30, mit 20 mit der Zauberei ja. begonnen. Und nachdem ich den Leuten nicht sage, wie alt ich bin, fällt es nicht so auf. Wir sind eh unter uns. Ja, unter uns. Also, du bist ja mittlerweile mit deiner Show, das ist eine Mischung aus Bauchreden, Comedy, Zaubern, Österreich, Deutschland, sehr viel unterwegs. Wie viele Auftritte hast du da so im Jahr, also im Schnitt? Also wir haben jetzt mit der neuen Show, die jetzt herauskommt, mit Hypochondria, haben wir über 90 Termine, mal nur in Österreich, dann kommt noch Deutschland dazu. Liechtenstein, Schweiz, also im Prinzip überall, wo man mich versteht. Und wir sind viel unterwegs. Also im Jahr mit Firmenauftritten und Firmengalas sind so knapp, schätze ich mal, 150 Auftritte. Ja. Dein aktuelles Programm nennt sich Hypochondria. Wie viel Hypochondria steckt denn hier? Ja, weitaus mehr, als man glaubt. Na, ich bin wirklich ein Hypochondria in vielen, vielen Dingen. Und das ist mir auch ganz wichtig, weil ich versuche immer in meinen Programmen so einen roten Faden zu finden, so eine Klammer zu finden und das so authentisch wie möglich. Und bei Hypochondria habe ich mir gedacht, dann treffe ich so ein bisschen den Nerv der Zeit. Denn ich kenne ganz viele, die Hypochondria sind oder die kennen zumindest jemanden, der ein Hypochondria ist. Ja. Also da können sich oder identifizieren sich sehr viele Zuschauer damit. Wie bist du 5 Minuten vor dem Auftritt? Da bin ich total entspannt. Also mich kannst du 10 Sekunden vorher irgendwie fragen, ich bin nie nervös. Aber was den Hypochondria betrifft, ich bin so viel unterwegs und muss dann natürlich regelmäßig auf öffentliche Toiletten. Und wenn es etwas gibt, was ich nicht ausstehen kann, sind es öffentliche Toiletten. Weil irgendwas musst du da immer angreifen und da will ich nichts angreifen. Ja, also insofern, ich habe immer so ein Desinfektionsmittelchen mit und schmiere die ganze Zeit. Ja. Hey, oh Gott, das ist so lecker, das ist so lecker. Oh, lecker, ey. Ja? Sind wir noch gar nicht fertig? Nein, wir sind noch nicht fertig. Oh, lass dir schnappen. Bisschen nur, Emil. Ja. Bist du auch ein Hypochonder, Emil? Nur er. Es ist schrecklich, es ist echt schrecklich. Wirklich. So, lass mich mal essen. Okay, Mahlzeit. Danke. Gibt's irgendwas in deinem Leben, was du überhaupt nicht kannst? Boah, das ist jetzt ganz schwierig. Ich wollte jetzt gerade singen sagen, aber ich habe im letzten Programm haben meine Puppen gesungen. Ehrlich, ich kann singen. Arbeitslos durch die Nacht. Cool, oder? Nein, falscher Text. Ehrlich? Ja. Wieso? Ist doch die Helene Angler. Fischer. Ist doch das Gleiche. Emil, bitte. Was ich gar nicht kann. Ich kann leider nicht gut kochen. Oh, dann nicht? Nein, darum bin ich ganz froh, dass ich heute bekomme. Ja. Emil, hast du noch Hunger? Oder? Na, jetzt red mal. Das ist natürlich schwierig. Essen, als Bauchredner und gleichzeitig reden.
Ist nochmal eine Frage nach mir. Ich kann das natürlich nicht. Ich brauch dich nicht. Natürlich brauchst du dich nicht. Ich bin hier der Star. Bist du ein Ur-Wiener sozusagen, auch in Wien groß geworden? Richtig, bin im dritten Bezirk. Fast groß geworden, ja, also ne, im Stadtpark. Es gibt keinen Zentimeter, den ich im Stadtpark nicht kenne. Wo sind so deine Lieblingsplätze, wo du dich gerne herumtreibst? In Wien? Außer im Simpel, bitte. Ich wollte gerade sagen, im Kabarett Simpel, das ist mein zweites Wohnzimmer mittlerweile. Nein, ich bin im Sommer wahnsinnig gern im ersten Bezirk unterwegs, weil ich den wunderschön finde. Bin aber auch gerne in den Außenbezirken im Grünen. Donauinsel ist natürlich toll. Ich habe früher wahnsinnig viel Basketball gespielt dort, war das Kind. Worden. Also habe da viele, viele schöne Erinnerungen. Ach, du hast uns vorab ein Foto geschickt, das dir viel bedeutet. Erzähl uns mal, wo war das? Das ist Dr. Julius Ehrlich. Kenne ich nicht. Natürlich kennst du den, der ist auch aus unserer alten Show Partnertausch. Und das war letzten Herbst in Hannover im Theater am EG. Es war ausverkauft mit 1200 Leuten. Wow. Und da haben wir die Show damals mit 9 Kameras aufgenommen für eine DVD und für den ORF als Fernsehaufzeichnung wird dann Silvester 2017 ausgestrahlt. Ah, okay. Primetime 20:15 Uhr. Wow. Ich freue mich schon sehr. Ich würde sagen, wir essen jetzt noch gemütlich. Keine Cola? Nein, du kriegst keine Cola, zu viel Zucker. Ah. Und dann kannst du ja nur mal mit dem Emil auf eine Sachertorte vielleicht gehen. Ja. Ne? Isst du. Der Niki ist eine Käsekreiner, denn der Niki, der ist kleiner. Lustig, oder? Hast du einen Knall? Wieso tust du nichts? Emil, er hat recht, weil du da und die Klappe offen hast. Nee, du. Was? Na du. Nein, du. Ist schon klar, das bin ich, das eigentlich du. Ich glaube, ich esse jetzt Käse, keiner. Mach das.